Bum bum, badim badu badim, schnibidim. War eine echte Überlegung wert, auf Ice Gauntlet noch zu switchen. Wenn ich so drüber nachdenke. Naja, die Frage ist, also jetzt halt schon mit hochbringen ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber du bist bestimmt auch für Constitution, oder? Ja. Ja, na dann, Fokus. Dann macht das Ding halt auch keinen Schaden. Meine ich, Fokus, ja. Wir meinten bei das Gleiche. Macht halt keinen Schaden. Also ich hatte das ja an der Beta auch probiert. Das hat halt echt... Da macht der ja, Firestaff einiges mehr. Ja, Firestaff macht auch keinen Schaden. Mir würde es eher um die Slows von dem Eisgarn dann eher gehen. Das stimmt, dass du einfach Distance halten kannst. Ja. Weil den Schaden haust du immer noch mit deinem Heilstab raus. Weil der macht ja nicht wenig Schaden, so gesehen. Ja, richtig. Na, vor allen Dingen dadurch, dass du ja jetzt durch Verbündete durchschießt, ist es ja so vieles angenehmer als letztes Jahr. Genau. Und da würde ich die Slows von Ice Gun halt komplett mitnehmen, dass einfach immer auf Distance ganz gechillt deine aufgeladenen Angriffe machen kannst. Makes sense. Ich glaube, ich mache mir einen Ice Gun jetzt gleich. Ne? Leveln geht ja eh schnell. Weil der Firestuff macht halt so wenig Damage und vor allem gegen diese Verdorbenen. Guck, dann lässt das mich nicht im Stich hier. Alter, wie viele sind hier? Lass mich in Ruhe, Mama! Alle. Ich schwör's dir. Zwei Bale. Zwei, das reicht nicht. Ah, ich kann nicht klappern. Lauf mal halt außen rum. Oh, der französische Server hat auch 4000er Warteschlange. Die haben ja auch so wenig Server bekommen, ne? Verstehe ich auch absolut nicht. Italienisch hat 6000. Ja, Ravenal 3-3. Mhm. Oh, was ist das? Anvin hat 6300, ist aktuell die größte. Ich gut da geht's jetzt. Da geht's jetzt. Oh Gott. Dadurch, dass das hier nicht nach Namen sortiert ist. Ach doch, warte mal, man kann das ja machen. Utgard ist bei 3300. Tablet-Zahl. In Utgard ist nicht gut gerade. Nirgendwo ist es gerade. Aber besonders nicht in Utgard. Dumme Menschenfaser und dumme Sachen. Ich bin überlegen, ob ich echt noch schlafen soll oder nicht. Ja, schlafe. Meine Güte. Du bist dann gestern früh um 7 wach gepennt, Junge. Irgendwie auch nicht, da verpasse ich zu viel. Warum? Das ist alles morgen auch noch da. Pass mal auf, du hast mich vor 5 Minuten hast du mir gesagt, jetzt sind wir mal in der Kompanie. Jetzt geht sie gefällig spenden. Ja, die Frau kommt und dann gehen wir eh einkaufen und dann essen. Da muss ich so oder so auf. Junge, nee. Nee. Der Kerl. Ja, ich muss nur wegen meiner Frau auf, sonst will ich nicht offline gehen. Ich würde mir Brot spielen und weiterfahren. Aber sie ist noch nicht da, sie ist unterwegs. Dauert noch ein bisschen. Alter, ich habe einen fucking Ventilator und einen Bodenlüfter von meinem Laptop.
trotzdem CPU. Temperatur ist auf 95 Grad. It's getting hot in here. Würde ich mal sagen, du bist zu lange am PC. Nein, der ist generell so warm. Das ist das Problem. Ich habe die Wärmeleitpaste geändert, etc. pp. Alles. Aber der Laptop gibt einfach Geister drauf. Aber 60 FPS ist drin auf Low Quality. Egal. Es geht. All the bad girls. Ain't no all the bad girls. So. Ich geh segeln, ihr Stricher. So, ich bleib. Wieso das denn? Weil ich Platz 1175 bin, du Bitch. Ja, sei doch froh. Steht ja froh, du wärst Platz 2000. Soll ich dir einfach einen Platz frei machen? Weißt du, du teaserst wieder und dann machst du es doch nicht. Das muss halt echt gehen, ey. Geh ich off. Na, das stimmt. Also, ich invite ein persönlich. Da wirst du aber, was losgeht, da wird das Ding hier mit Bots beschwemmt. Ja. Ja. Das stimmt. Dann bezahlst du dafür, dass du es reingelassen wirst. Ja. Gute Geldmacherei eigentlich. Eigentlich ja. Gently down the street. No. Hä? Habe ich den Reisepunkt nicht freigeschalten? Was ist das denn für eine Rotze? Oh, ich war doch genau Idiot, dort. Wirklich. Mhm. Ja, ich war. Einmal mit dem Boden. Ich würde sagen, wir voten ihn als unseren Chef raus. Raus damit. Lass ihn nochmal hinrennen. Du musst halt echt genau hinlaufen, ey. Söhne, Rotzen, Scheißen, Drecken, Hühneressen, Kackenmisten. Wow. Spielt keiner einen Hammer von euch, oder? Nee. Schade. Hat drei super Waffen hier, die benutzt niemand. Okay. Nur mein Partner hat sogar Angst bekommen. Auch nicht so, du Sossack, schlaf weiter. Den Szenen wieder töten oder was?
bei Sea of Thieves die Autorennen-Taste gedrückt, die ich bei Schiffen habe. Achso. Hab mich gewundert, warum er nicht losläuft. Das wird doch nichts hier. Das sind 20.000 Mann, ey. Still waiting, babe. Wait longer. Für neue Schiffs ausgegeben, Marco. Was ist eine Million für neue Schiffsrumpf? Ne, für neues alles quasi, also hier. Achso, alles komplett. Hm. Bitches! Ah, jetzt bin ich bei der Expedition gelandet, Boys. Man kann, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe, man kann Schüsse für die Expedition nur einen einzigen pro Tag craften. Ja. Diesen Missions- oder diese App-Einstellungs- die Tuning-Orbs. Genau, nur einen pro Tag. Nein, du kannst so viele machen, wie du willst, aber du kannst nur einen eigenen Schlüssel craften. Das heißt, also, es ist sinnvoll, sich quasi jeden Tag zu machen. Egal, was du machst. Wo baust du den? Stone Cutting, also Stein. Dingsbum. Ist der hier überhaupt schon aufgetaucht oder habe ich es einfach nur nicht mitbekommen oder ich verstehe es nicht. Auftrag, Kill-Auftrag. Ah, der Aufseher ist hier.
für eine Ahnung, ob ich ihn getroffen habe oder nicht, Alter. Okay, das hat nicht gezählt. Fuck. Du musst eine bestimmte Anzahl. Ja, ja, ich gehe lieber. Hier stehen 20.000 Mann, ey. Also Quest ab, abbrechen. Nee, dann nicht abbrechen, aber ich gehe erstmal woanders hin, ey. So, was muss ich machen? Truhen wieder durchgucken. Okay. Ist das im Ernst, dass ich dich die ganze Zeit schlage und du rennst ihm hinterher? Jetzt habe ich keine Erfahrung bekommen? Doch, würde ich sagen. Aus jeder Wasserquelle das gleiche? Hä? Zum Angeln? Oder? Na, du hast verschiedene. Du hast immer so Sterne, dachte ich, ne? So drei, bis zu drei Sterne. Genau, aber wenn ich jetzt einfach hier an irgendeinem Fluss oder was gehe, dann. Kriegt das gleiche wie. Ja, es ist halt nur Salz und Süßwasser der Unterschied. Aber grundsätzlich kannst du überall das gleiche bekommen, nur die Chance an drei Sterne, bessere Sachen zu bekommen, ist halt höher. Okay. Gesagt. Ich hab's nicht verstanden. Ja. Ich musste hier gerade aufpassen, nicht zu sterben. Ich hab mein Leben gebannt. Endlich hat er Tschüss gesagt. Er soll pennen, der Junge, Alter. 40 Stunden hat man durchgerockt. Ist klar, Alter. Aber ist das einer von Myris jetzt gewesen oder nee. War das einer von den Dudes, die du angeholt hast? Der war mal bei uns wegen Rocket League. Ach, das war er, alles klar, ja. Und dann ist es aber nicht wirklich was geworden. Aber ich hatte mich halt mit ihm damals ganz gut verstanden. Also ich bin ihn auch echt in Ordnung, also. Und er hatte halt gesehen, eben, dass ich gespielt hatte in New World und da hat man uns mal eben unterhalten gehabt und hat er eben gesagt, ja, wäre ich dann mit dabei, wenn wir es machen und so.
Discord, hast du irgendwas gelesen? Hab ich gelesen von irgendwas? Was denn? Vorstellen soll für bessere Performance. Nicht für bessere Performance, für bessere Qualität. Das ist gegen die Performance, aber du hast halt das Problem mit dieser automatischen Qualitätsanpassung. Das haben sie mal reingemacht mit, na, bei irgendeinem Update, und die ist halt automatisch, na, bei Grafikeinstellungen, genau. Dass der halt dann die Grafik anpasst. Genau. Das ist schön, das freut mich schon. Und du hast es auch verstanden. I'm a proud Papa. Alles falsch. Also er hat zwar gesagt, er geht offline, ist aber immer noch online. Na, ingame, der wird nicht rausgegangen sein, denke ich mal. Ja, er wird nicht rausgehen. Gegen wieder an die Wand laufen. Eine Stunde lang. Ja. Dann geht's weiter. Auf die nächsten 40 Stunden. Jetzt ist er raus. Ja, ich mache gerade eine Handelsfahrt und habe nicht den ersten Hinweis eingesammelt. Einfach weil ich schon quasi wusste, wo es hingeht. Und ich habe dadurch, also ich weiß nicht, ob es dadurch ist, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dadurch liegen aber keine Truhen mit dabei. Wenn ich, also ich finde jetzt nur die Hinweise quasi, wo das am Ende ist. Ja. Aber ich habe nicht eine Truhe bisher gefunden. Je nachdem wahrscheinlich, je mehr du findest, umso größer. Kann ich mir halt vorstellen. Gucken wir, was jetzt bei der nächsten ist. Ich dachte, weil die Kisten interessieren mich eigentlich. Ich eigentlich will eine Schule haben, dass der liegt immer auf einer von den Inseln. Hm. Hä? Dachte ich mich vor, das einfach mal hin. Gerade so ein staubiges Schaf habe ich hier gerade getötet. Das ist nicht erzählt. Ja, ach, dann hast du das gleiche Problem wie ich vorhin. Das war bei mir vorhin auch bei ihm. Und dann habe ich ein normales Schaf gekillt, das hat gezählt. Also wahrscheinlich noch falsch gekillt. Ich habe keine Ahnung. Nein, mein Messer ist kaputt. Endlich mal. Kann ich mir neues craften. Ich crafte mir direkt am Anfang an der Feuerstelle hier im Newbie-Gebiet alles, weil ich jedes Mal nicht dran denke, dass du ja im Laufe quasi der ersten Quest alles einfach in den Arsch gesteckt bekommst. Idioten. Und bis dann ist es aber meistens schon halt kaputt, was ich habe. Also soll ich es nicht mal aus. So, wie sieht's denn beim Aufseher Sané aus? Stehen halt 20.000 Mann hier, ey.
jetzt. Ah, sehr gut, der Schlüssel. Mehr will ich auch nicht. Oh, sogar ein Captain hier. Übrigens scheinen die Truhen, wenn du in den Unterwasserdingern warst, ja. Hast du ja eine Belohnung dafür gekriegt hier, also den Fortschritt. Und das scheint aber nochmal gezählt zu haben, wenn du die außen hochgeholt hattest. Das haben sie jetzt gefixt. Ach, okay. Weil der Rang dann so schnell hochging, oder? Wahrscheinlich. Das ist doppelt zählt. Hm. Interesting. So, jetzt bist du hier. Was bist du? Du bist normale Schaf. Pastorschieb. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Einfach killen und mitnehmen. Ah. Nee, es hat auch nicht gezählt. Aua! Aua! Lass mich! Finde drei, kille drei Schafdreckdinger und. Aber es ist halt echt ein bisschen dumm, wenn die schon also wenn die da jetzt extra schon die Spawn-Timer für manche runtergesetzt haben und dann für andere aber nicht. Mensch, so weg damit. Weg mit dem Schmutz. Schmutzi, Schmutzi, Schmutz. Ich otter hier nicht pro Spawn auf ein Schaf 5 Minuten lang. Aua. Doch, das Shifting gefällt mir. I like big butts and again. And again I'd lie. Oh nein, ich bin überlastet. Login-Server rausgeflogen. Alter, okay. Verstehe ich nicht. But why? Ah.
Aber doch immer mit einer Error-Message, also nicht einfach so nur. Merkwürdig. So wie es quasi, als wir, haben wir dann nicht, was haben wir da gespielt, nur wo, wo es immer abgebrochen hat? Bei der Beta. Was haben wir gespielt, was haben wir gespielt? Aber irgendwas haben wir doch gespielt, weißt du noch, ne? Wo halt immer irgendwie irgendeine Taste gemacht hat, dass das Spiel beendet hat, also dass die Queue beendet hat. Weiß ich jetzt gerade nicht. Mehr. Was, Outriders? Ne, Anthem? Ne. Ah, ich weiß es nicht. Outriders? Also jetzt hab ich hier... jetzt hab ich Kisten. Das hat quasi drei Inseln gedauert, bis ich dann die Schlitz aufgekommen habe. Ich brech's komplett ab, weil 1700 war's jetzt. Wurde jetzt nochmal neu reingeschimpft. Das muss ich mir einfach nicht geben.